Herzlich willkommen zum aktuellen Shark Talk und wie ihr vielleicht den Titel auch schon entnehmen konntet, der letzte Shark Talk. Ja, wie kam es dazu? Also ich wechsle nächste Saison zu Waspo 98, zum aktuellen deutschen Meister und werde somit nicht mehr für die White Sharks spielen. Und somit haben wir uns auch gedacht, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht, weiter den Shark Talk zu führen. Ja, aber was heißt das jetzt für euch konkret? Keine Sorge, es geht weiter auf dem Kanal. Wir werden weiter Videos bringen, nur unter einem neuen Namen, Wasserball in Hannover wahrscheinlich. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir ein paar neue Formatideen ausprobieren wollen. Ja, genau. Also allgemein wollen wir zum Beispiel, haben wir uns überlegt, so ein 1x1 des Wasserballs vielleicht irgendwie probieren zu etablieren, wo wir verschiedene Regeln vorstellen, die einfach das Wasserballverständnis stärken sollen. Ja, genau, eine andere Idee, wie ihr vielleicht beim letzten Shark Talk schon gesehen habt, da war Ben Reibel als Nationalspieler hier, hat das ein bisschen mit Kevin gemacht. Unsere Idee, dass wir vielleicht versuchen, weitere Spieler zu animieren von der deutschen Nationalmannschaft oder auch von anderen Vereinen an sich, denen ein paar Fragen zu stellen, eure Fragen zu stellen. Deswegen natürlich auch am besten von euch Feedback, wen wollt ihr hier gerne sehen, wen wolltet ihr schon immer knifflige Fragen stellen und am besten auch gleich welche Fragen. Genau, also schreibt diese Fragen am besten in die Kommentare und je nachdem, wen wir dann vor die Kamera bekommen, können wir die Fragen dann an diese Person weiterleiten oder eure Wünsche halt auch alles in die Kommentare, die lesen wir natürlich und dann können wir damit auch in Zukunft dann weiterarbeiten. Genau, so viel dazu, wie es hier in Zukunft weitergeht. Aber natürlich wären wir nicht der Shark Talk, wenn wir nicht auch ein paar Wasserball-News für euch hätten. Angefangen natürlich mit der, wie ihr es wahrscheinlich alle mitgekriegt habt, vergangenen Europameisterschaft in Barcelona. Und wie es der Zufall will, haben wir hier auch den ersten Shark-Spieler, der überhaupt bei so einer großen Veranstaltung im Herrenbereich dabei war. Und der kann euch vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen. Genau, also wir waren in Barcelona mit der Wasserball-Nationalmannschaft und haben dort einen anständigen 9. Platz verbuchen können. Das war unser Ziel von Anfang an. Wir hatten eine ziemlich schwere Gruppe, haben ein kleines Ausrufe oder ein größeres Ausrufezeichen gesendet, indem wir 4-4 gegen Ungarn gespielt haben. Und ich glaube, auf diesen 9. Platz können wir auf jeden Fall aufbauen und auch zufrieden sein. Vor allem, weil wir jetzt auch schon das nächste Event direkt vor der Brust haben. Und zwar geht es in Berlin weiter. Da haben wir den World Cup vom 11. bis zum 16. September. Und über diesen World Cup wollen wir uns probieren, für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Das heißt für euch, wenn ihr Zeit habt im September, kommt auf jeden Fall da vorbei. Das wird ein riesen Wasserball-Event und der ist quasi direkt vor der Tür in Deutschland. Und das soll unsere erste WM-Teilnahme seit 6 Jahren dann nächstes Jahr werden. Genau. Und, sorry. ja, weil es waren ja nicht nur die Männer unterwegs, sondern auch die Jugendspieler sind unterwegs mit den jeweiligen Nationalmannschaften. Und da sind wir White Sharks ja federführend im Jugendwasserball. Und Marvin weiß, wo sich die gerade alle rumtummeln oder was die den Sommer erlebt haben. Genau, also erstmal ganz wichtig, haben bestimmt auch viele der Sharks-Freunde mitgekriegt. Riesensache, unsere U16 war ganze 3 Wochen lang über einen großen Teich in Kalifornien. Am Trainieren, Spielen, etliche Turniere und Spiele gegen die amerikanischen Teams. Das war eine tolle Sache für die Jungs. Haben noch, glaube ich, eine Menge Sightseeing auch mitgenommen. Fotos aus Vegas, aus, ich weiß nicht, wo die überall Ja, waren. Hoover, waren die Nationalparks, haben sie sich Genau. angeschaut. Also die sind gut rumgekommen da, die Jungs. Also war eine schöne Sache und hat natürlich die Hälfte der Sommerferien gekostet. Haben jetzt natürlich noch 3 Wochen Zeit gehabt, sich zu erholen. Eher nicht, weil die meisten von denen dann direkt mit der Nationalmannschaft unterwegs waren. Die 2001er und Jünger sind gerade mit unserem Herrentrainer Milan Sagat unterwegs. Dazu die 2003er und Jünger, die auch größtenteils in der USA waren, können sich mit Marvin Mavozny als Co-Trainer freuen, spielen ein Riesenturnier in Serbien und für die geht es halt munter weiter im Sommer. Während unsere Herren im Gegensatz dazu jetzt eine längere Pause hatten, die jetzt zum Glück auch bald zu Ende geht. Im August ist wieder der Saisonauftakt, der Trainingsauftakt. Da werden erstmal ein paar Kilometer geschwommen. Ja, wir sind auch froh, dass es dann endlich wieder losgeht. Ja, und apropos Sommer, am 18. August haben wir ein Vereinsfest. Also jetzt nochmal eine spezielle Anrede an alle Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins. Ihr seid dazu herzlich eingeladen. Das ist am Wochenende um 16 Uhr geht's los. Und dort feiern wir quasi das 10-jährige Bestehen der White Sharks. Denn vor ziemlich genau 10 Jahren hat sich damals Michael Bartels und der Jörg Dyke überlegt, diesen Verein zu gründen. Und dieses Jubiläum wollen wir quasi dann mit euch zusammen feiern.
Genau, also was ist jetzt noch wichtig für euch? Zum einen, es geht hier auf jeden Fall weiter, auch wenn es der letzte Shark Talk war. Ihr könnt euch auf noch eine Menge Videos freuen. Dafür gerne Ideen, Vorschläge, Anregungen, Kritik. Hätten wir alles gerne von euch, hilft uns auf jeden Fall auch weiter. Und natürlich wichtig für gerade die Leute, die in Hannover sind, das Sommerfest, das wird eine schöne Sache. Wir haben uns eine Menge auch dafür ausgedacht. Also kommt vorbei und feiert ein bisschen mit uns mit.